Hallo, die 84 auf der Cap, die 84 auf dem Schuh und die 84 sogar auf der Tasche der Nähmaschine. Denn die 84 hat was Weltmeisterliches. Sie ist nämlich eine ganz besondere Zahl für meinen nächsten Interviewpartner, den Speedway-Weltmeister Martin Smolinski. Servus Martin. Schönen guten Tag. Hi, servus. 84. Warum ist sie so besonders für dich? Meine 84 ist eine ganz besondere Zahl. Ich meine, die 84 ist meine Dauerstartnummer, aber ich bin auch 84 geboren. Also es ist es zack mein Alter. Ich meine, für Frauen wäre es aber schlecht, da wüssten wir gleich, wie alt man ist. Aber bei uns Männern ist es ja ganz gar nicht so schlimm. Und die 84 hat sich ganz gut etabliert im speedway -Sport. Ich meine, ich bin 2018 mit der 84 Langbahn-Weltmeister geworden und bin bei uns im speedway -Sport ganz vorne dran. Speedway beziehungsweise Speedway, wie du sagst. Was ist das eigentlich? Hey, Speedway ist ganz einfach, ist eine sehr altmodische Motorsportart. No Brakes, No Fair, No Limits. Wir fahren eigentlich hauptsächlich auf Ovalbahnen, 400 bis 1000 Meter Bahnen. Äh, früher war der Sport sehr, sehr spektakulär und stark besucht. Ich meine speziell in den äh, ja, 50er, 60er und 70er Jahren, also als es ja noch nicht so viele Autos gab, äh, wurde hauptsächlich Motorrad gefahren und wurden ganz viele Motorradrennen gefahren. In, glaube ich, fast jeder Ortschaft gab es früher mal eine Speedway, eine Sand- oder eine Grasbahn. Und heutzutage ist der Sport in Deutschland nicht mehr ganz so bekannt aber immer noch ganz, ganz weit vorn dran. Speziell bei uns im Osten ist der Sport genauso stark wie bei uns Fußball. Und auch hier bei uns in München, speziell in Olching, in Landshut, in Pfarrkirchen, in Plattling, also speziell auch in der niederbayerischen Gegend, ist der Sport sehr, sehr bekannt und immer noch ganz gut besucht. Und ich glaube, wir brauchen uns im Speedway-Sport oder im Motorradsport nicht zu verstecken. Wir haben regelmäßig zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauer. Ich glaube, das ist im Vergleich zum ja, Fußball, brauchen wir uns nicht verstecken. Es ist klar, der Fußball ist bei uns ganz hoch angesehen, aber es gibt sonst nicht andere viele Sportarten, wo so viele Zuschauer wirklich kommen. Ich lege es mal ab. Martin, fangen wir an. Wo du noch Kind warst. <laughs> Hier in München geboren, aufgewachsen ebenfalls. Wie war das? Wie kamst du da überhaupt zum Motorsport, zu den Motoren, Motorrädern? Es ist ganz einfach. Ich wohne in Olching, es ist westlich von München. Ich meine, es ist 20 Kilometer westlich von München. Wir haben hier vor der Haustür eine Rennbahn. Ich meine, es ist, früher war der Sport spektakulär. Ich muss ein dickes, dickes Dankeschön sagen an meine Eltern. Ich meine, Papa und Mama waren immer sehr große Bahnsport- oder Speedway-Fans, sind auch schon früher, bevor es mich gegeben hat, weit gereist, haben sich Veranstaltungen angeschaut. Mein Vater war bis vor kurzem Stadion. Sprecher hier in Olching oder auch bei anderen Veranstaltungen. Meine Mutter auch in jungen Jahren war Rennleiter, Jugendleiter, also war immer sehr etabliert und engagiert im Verein. Und es hat damals angefangen 1988, 1989 mit einer Jugendgruppe, wo halt man wirklich auch Kinder Motorrad fahren dürfen. Es gab so ganz kleine Motorräder und das war mein Anfang. Ich meine, ich bin als ganz junger Bursch mit vier, fünf Jahren da, bin da reingerutscht. Meine Eltern haben es mir ermöglicht. Es kam mal ja eine Gruppe aus dem Allgäu, die haben wir ein Motorrad gestellt, oder da durfte ich mal im Seitenwagen mitfahren. Da war ich vier oder fünf Jahre alt und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich schon wirklich Blut geleckt. Ich habe früher auch viel mitgeholfen, habe als kleines Kind ja, den damaligen ja, Protagonisten, den Spitzenfahrern, wirklich Blumen übergeben bei der Fahrervorstellung. Und die habe ich damals so als ganz kleiner Junge wirklich angehimmelt. Ich meine, da will ich auch mal stehen. Heute stehe ich da, heute sehe ich die kleinen Kinder, die kommen auf mich zu, fragen nach einer Autogrammkarte, sehen mich, jubeln mich an. Ja, und das ist so, das war der Lauf der Zeit. Du hast super jung angefangen. Wie war das denn mit der Schule damals? Worauf lag dein Fokus? Der Fokus lag eigentlich schon ein bisschen auf Motorsport, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ganz klare Vorgaben in der Familie, oder speziell von meinen Eltern. Papa und Mama haben gesagt, pass auf, wir, können, wir ermöglichen dir den Sport, also du darfst fahren, aber speziell wenn meine Mutter war, sagt sie, Martin, wenn du eine 4 nach Hause bringst, darfst du das nächste Rennen nicht fahren oder darf ich nicht trainieren fahren? Da gab es eine ganz klare Regel. Ich meine, Motorsport ja, aber die Leistung der Schule muss auch passen. Es war nicht immer ganz so einfach, ich muss sagen, Sagen, toi, toi, toi. ich glaube in meiner ganzen Schulzeit oder speziell Grundschulzeit, habe ich einmal eine 4 geschrieben, die habe ich dann, ich sag mal, da hat ich damals die Unterschrift gefälscht, dass nicht rauskommt, Ende ist alles, also das Zeugnis war klar, habe ich dann danach mit einer 2 oder mit einer 1 dann die 4 verbessert, aber dann sagt die Mama, was war denn da los? Aber gut, es, sie, es ist rausgekommen, dass ich eine 4 hatte, aber ich meine, es war eine Vorgabe, ganz strukturiert, sobald eine schlechte Not gekommen ist, durfte ich eine Motorrad fahren. Es war einfach so, das war die Voraussage und das muss ich sagen, tat mir aber auch ganz gut. Brio 1, also die Schule, würdest du das jetzt auch immer so weiter unterstützen, auch bei deinen Kindern jetzt? Oder wie würdest du das handhaben? Ich würde es, glaube ich, ganz genauso handhaben. Ich meine, der Grundstein muss gelegt werden. Ich meine, man muss mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Für mich war es ganz gut knallhart von Eltern, auch wir haben es auch lang besprochen, bevor ich wirklich eine Profikarriere mache, muss ich eine Ausbildung haben. Es gibt auch viele Jugendliche oder auch ich sag mal Fahrerkollegen von mir, die sind mit 15 Jahren nach der Schule oder mit 14 nach England gegangen. Ich bin erst mit 19 nach England gegangen, ganz alleine, habe ja meine Grundbildung, also meine Ausbildung gemacht als Motorradmechaniker, um war dann 18 ganz genau. Oder 18,5, oder bin dann zwischen 18 und 19, war es dann und bin dann mit 19 Jahren in die Profikarriere eingestiegen, habe aber erst wirklich meine Grundausbildung gemacht. Ich stand mit beiden Beinen am Boden. Sollte es nicht funktionieren, kann ich immer zurückgehen in den, in den Job. Hatte auch damals einen ganz, ganz coolen Chef, sagte Martin: Mach dein Motorsport, genieß das Leben. Wenn du willst, du willst zurückkommen. Die Türen stehen immer offen für dich. Was heißt nach England? Also, wenn, wenn du meintest, äh, andere Kollegen sind schon mit 14, 15 nach England gegangen, was, was bedeutet das? Nein, ich habe früher, ich meine, ich blicke jetzt hier fast, fast 20 Jahre zurück. Ich meine, vor 20 Jahren war der Spielwesport in England eine riesige hohe Sportart. Ich meine, es gab das Wembley Stadion, da waren 50, 60.000 Zuschauer da. Es gab einen extrem guten Ligabetrieb. Von den 15 Weltbesten Fahrern der Welt sind 14 im, also in der englischen Liga gefahren. Und ich habe es dann überlegt, meine, es gibt ja auch damals die Premier League und die Elite-Liga. Und ich habe, also ich habe früher schon Angebote gehabt, als ich 14 oder 15 war, in die Elite, also in die Premier League. Also in der unteren Liga einzusteigen. Mein damaliger Manager hat aber gesagt: Martin, wir fangen erst an, wenn es in die Elite-Liga geht. Meine Eltern haben gesagt: Wir machen erst eine Grundausbildung, also erst eine Lehre, und dann können wir schauen, wie es weitergeht. Und das war der Punkt. Ich bin dann mit 19 Jahren ganz alleine eigentlich äh, nach England rübergegangen, habe dort angefangen, drüben, zum leben, drüben zu, zu leben, ja, in der Woche zwischen zwei und vier Rennen zu fahren. Und ja, und habe da wirklich meine, wirklich, ich sag mal, meine speedway extrem grundausbildung gemacht mit vier Rennen. In der Woche. Und ich meine, das war für mich eine sehr, sehr gute Grundschule. Aber nicht nur für den Sport, auch fürs Leben. Denn ich meine, wenn du alleine auswanderst, ich meine, ich habe mein Auto genommen, habe zwei Motorräder eingeladen, mein ganzes Werkzeug bin dort drüber. Mir wurde ein Haus gestellt zum Wohnen drüben vom Team. Und es ist dann schon, aber wenn du alleine mit 19 Jahren in der anderen Welt bist, das ist ein bisschen anders wie heute. Heute gibt es ja Facebook, heute kann ich mich verlinken. Das Telefonieren ist billig und einfach. Ja, eigentlich, ich meine, meine erste Telefonrechnung in England im ersten Monat waren 1500 Euro, äh, weil ich dann einfach. Einfach nur wichtige Telefonate führen haben müssen, was es damals ja einfach ja, schwierig war, aber ich habe es überlebt und es hat Spaß gemacht. Du hast es überlebt und es hat Spaß gemacht? War für dich diese Ausbildung zum Motorradmechaniker so ein bisschen damals verlorene Zeit? Oder, oder hast du schon damals so, so erwachsen gedacht, dass du dir dachtest, nee, ich ziehe das jetzt durch und dann schauen wir, was passiert? Im ersten Moment, oder als meine Eltern das gesagt haben und ich habe ein Angebot, ich könnte in England fahren mit 15 oder 16, äh, denke ich auf jeden Fall, ich bin sofort mit dabei. Aber ich meine, äh, da muss ich auch ein Dankeschön sagen an meine Familie, an meine Eltern, wie aber auch an meinen damaligen Manager, äh, sagt der Schuster, bleib bei deinen Leisten, fang erst klein an. Wir haben immer so gearbeitet, dass man steht erst ganz, ganz fest. Also man kann ja einen ganz großen Sprung machen an einer Treppe. Also ich kann, man kann es immer oft vergleichen, du springst eine Treppe hoch und du stehst wirklich, du machst fünf Stufen einmal, aber du stehst wackelig. Ich habe wirklich Steck für Step gemacht, sagte, wir stehen mit beiden Beinen auf der Stufe. Und die nächste Stufe war einfach Grundausbildung, Lehre und dann geht es eine Stufe weiter. Es war, es klingt sehr erwachsen, aber es war für mich kurzzeitig wirklich nicht einfach. Aber ich glaube, die Ausbildung hat mir nicht geschadet und es hat auch Spaß gemacht. Ich habe heute noch wirklich, man lernt einfach eine Ausbildung. Ich kann nur jedem empfehlen, macht eine Grundausbildung oder macht eine Ausbildung, dass es wirklich weitergeht. Und ich meine, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber sie haben mir nicht geschadet und dann ging es wirklich weiter. Ich meine, ich habe gewusst, ich kann sofort, auch wenn ich kann stürzen kann, ich kann keinen Erfolg haben, ich kann sofort zurückkommen. Es gab da keine Schwierigkeiten. Also glaube ich, kann ich nur sagen, es war ganz gut und es war der richtige Weg. Hat dir die nötige Ruhe gegeben. Ja. ja, und ich meine im Endeffekt die Grundlage für dessen, was du heute machst. Ja, genau, das ist, was ich heute mache. Ich meine, es ist, ich habe nie aufgehört, obwohl ich ein Profi-Rennfahrer bin. Und man stellt sich ganz, ganz viel vor, der Profi-Rennfahrer hat fünf oder sechs Mechaniker, bereiten alles vor. Ganz ehrlich, ich stehe heute hier ganz schön brav im Hemd da, aber am liebsten habe ich dreckige Hände. Es ist meine Werkstatt. Ich mache ganz, ganz viel. Äh, habe angefangen, vor ein paar Jahren sehr aktiv auf Motoren tunen, instand setzen, vorzubereiten, Oldtimer zu restaurieren. Ich meine, da hat man wirklich schon dreckige Hände, was eigentlich noch mein liebster Job ist. Ich meine, das ist, äh, äh, ich glaube, das Handwerk hat goldenen Boden. Müsstest du das jetzt machen oder machst du es, weil es deine Leidenschaft ist? Also könntest du jetzt auch noch dich mit dem Profisport finanzieren? wie du es vielleicht früher machen könntest. Ich könnte mich immer noch im Profisport finanzieren. Ich meine, ich betreibe den Sport immer noch auf dem höchsten Niveau eigentlich in Deutschland. Ich bin letztes Jahr deutscher Meister geworden, äh, bin wieder ganz kurz davor, wieder ins Brie zurückzukommen. Also ich bin eigentlich in Deutschland eine Person, die was äh, sehr, sehr viel erreicht hat. Ich kann da sagen, es gibt einen Ego Müller, der war 1983 Weltmeister auf der spielbahn Ich bin 2014 im Brie. Ich meine, da oben steht ein Pokal, ich konnte 2014 einen Brie in Neuseeland gewinnen. Äh, früher gab es eine Einzelne, Weltmeisterschaft. Heute sind es, ist der spielwagen die Weltmeisterschaft, aufgebaut in elf Veranstaltungen wie die Formel 1. Es gab noch nie in Deutschland, was damit gefahren ist, außer die 84 Martins Molinski. Was machst du hier in der, in der Werkstatt grundsätzlich? Hauptsächlich Motorräder herrichten oder wie kann ich mir das vorstellen? Was ist dein Nein, täglicher Nein, Mein Auftrag? täglicher Abend ist eigentlich ganz entspannt. Ich meine, ich mache meistens Vormittag bis um 11, 12 wird Büro gemacht oder Vorbereitungen, wenn Teile bestellt. Äh, mein Nebenbei kommt dann noch so ein kleiner Netzwerk-Business, sage ich mal. Ich mache viel, ich vertreibe auch viel Öl und Schmierstoffe, mache gerade ein bisschen viel at Blue und meistens geht es am Mittag oder auch ganz, was halt die Tage sprechen oder was halt die, die Auftragslage spricht. Ich tue viele, also speziell jetzt in meiner derzeitigen Lage, tue viele Motoren äh, aufbauen. Äh, ich bereite mein eigenes Material sehr akribisch vor. Und oder auch, ich meine, es tue Oldtimer komplett restaurieren machen, tue für Leute diverse Zylinderköpfe überarbeiten. Also ich mach, bin sehr breit gefächert auf, aufgestellt, äh, habe aber auch eine ganz gute Werkstatt, sage ich mal. Also ich glaube, ich kann hier alles machen. Also eine In house production von Kurbelwellen über Zylinderköpfe, über Sitzefräsen. Also wenn man ein bisschen ins Detail geht, äh, bin ich schon sehr tief, aber hauptsächlich im Motorradbereich. Lass mich zusammenfassen. Martin Smolinski, der Motorradtyp. Ja, ja. Ich mein Motorrad ist mein Lifestyle, ist mein Leben. Es ist, äh, ich habe gerne dreckige Hände, egal ob es ein Spielzeugmotorrad ist, was keine Bremsen hat oder ob es ein cooler Oldtimer ist. Äh, ich meine, ich liebe einfach äh, ja, den Benzingeruch, deswegen bin ich kein Fan von Elektrofahrzeugen. Ach, okay, ja gut und wahrscheinlich vom Geräusch dann auch, oder? So. Ja, man braucht ein bisschen Lärm. Ich meine, für mich hat Motorsport ganz viel zum Tun. Was bei uns schön ist, ich meine, es ist. Viele reden ja von CO2-Ausstoß, was man jetzt auch ein bisschen rübergehen muss. Ich meine, der Speedway-Sport, der Bahnsport, ist einer der ich meine ökologischen Bahnsportarten, was es gibt. Die Motoren laufen mit Rizinusöl, betrieben wird der Motor nicht mit Benzin, sondern mit Methanol. Methanol ist 100%iger Alkohol, verbrennt 100% zu, ja, zu Wasserdampf. Ich meine, da hinten kommt eigentlich nur Wasserdampf raus. Es ist alles 100% biologisch abbaubar. Es gibt keine andere Motorsportart, die was so ökologisch ist. Das ist ja mein Ding. Und es macht dann halt auch richtig Lärm. <laughs> das macht dann extra Spaß. Oder? Ja. Du hast aber eine besondere Sammlung, habe ich gehört. Ja, es gibt hier, ich habe hier meine Werkstatt. Es gibt, wir gehen jetzt dann, glaube ich, einen Stockwerk oben hoch. Ich habe ja so ein gehen bisschen wir. meine ganze ja, Lebensgeschichte ein bisschen ja auch äh, aufgehoben. Oft war es nicht so einfach, aber ich glaube, wir gehen da mal hoch und schauen, was da oben los ist. Und da hängen so ein bisschen ein paar Stories auch von mir. Und wir werden sehen, vielleicht passt die auch eine coole Story. Probieren wir es mal aus. Ja, passt. Bin dabei. Gehen wir. Let's mal. go. Ja, ich oh. hab's dir ja gesagt. Ja. Da ist meine Lebensgeschichte. Ich meine, da hinten von ganz klein bis ganz groß die letzten Jahre. Von den Anzügen, meinst du? Von den Anzügen. Ich meine, es ist, da hinten hängt äh, ja mein allererster ja, Lederkombi von 1996. Ich weiß gar nicht, ob du doch schon auf der Welt warst, 96? Nein, <laughs> 2000. 96 wurde der Anzug schon ja, gefahren, ich bin 96 damit Deutscher Meister geworden und so geht es eigentlich wirklich Stück für Stück weiter und das ist eigentlich meine Lebens- oder meine Motorsport-Lebensgeschichte. Ja, der passt dir jetzt heute ja, nicht mehr mal versuchen, oder? aber ich glaube, es ist, äh, ich passe nicht mehr ganz so rein, aber ich meine, äh, ja, äh, ja, es war damals mein Kombi, so hat alles mal angefangen. Äh, ja, das ist der erste da, ja, 96 deutscher Meister und es war glaube ich, ich muss es ehrlich sagen, deutscher Meister, äh, das war deutscher 1 von, ich muss jetzt, ich glaube 1 von 20 vielleicht. Also, ich habe ja mehrere Deutsche Meistertitel mit der Bundesliga Mannschaft, habe acht deutsche Einzelmeistertitel, äh, habe viele Juniorenmeistertitel. Wie viele es genauso sind. Ich weiß nicht, ich habe da hinten so eine Liste. Ich müsste es mal lesen, wie viele Titel es sind. Ich habe es aber leider nicht im Kopf. So viele, dass du gar nicht mehr ordentlich nachzählen kannst oder, 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 oder alle aufzählen kannst, viel eher. Wer ist denn der Erste, der dir hier passt? Ich glaube, der erste, was mir noch passen könnte, ist der rosa, der ganze hinten. Oder auch schon, äh, ja, ich meine, ich glaube, ich bin jetzt, das war, glaube ich, müsste 97, 98 sein. Äh, ich könnte mir vorstellen, in den könnte ich noch reinpassen. Probier es doch mal Ich könnte es mal gerne mal probieren. Ich meine, es ist, äh, man, es gibt immer so ein paar lustige Sachen. Ich glaube, vielleicht ist er ein bisschen eng geworden. Wir tauschen hier mal ganz kurz durch. Wir schauen, ob ich in den noch reinpasse. Ich meine, klar hat man noch drunter ein paar Klamotten an. Aber wir können jetzt einmal versuchen, ob ich noch reinschlupfen kann. Ja, es wird schon, man merkt schon, es wird ein bisschen eng, aber, aber es könnte noch gehen. Ja, jetzt glaube ich, wird es ein bisschen eng. Aber wenn ich gut bin, könnte ich mich noch reinpressen. Was ja. denkst du funktioniert? Ja, klar, natürlich. Ja, ich schau mal. Ja. Oh, wow. Ja. Jetzt werden viele wahrscheinlich neidisch, wenn du das jetzt noch zukriegst, soll ich irgendwas halten. Wie war das bei den engen Kleidern Baucheinziehen und Nicht mehr ganz so, äh, so tragekomfort wie es damals einmal war ja. 1997 98, aber ich passe schon noch rein. Ja, Respekt Hut ab. Was, was bedeutet es das eigentlich, dass du so viele Titel errungen hast, wie wie hart musst du dafür trainieren oder ist dir das einfach zugeflogen? Nein, es ist nicht zugeflogen. Ich meine, das ist, man kann ein bisschen zurückblicken meiner Zeit. Ich habe auch schlechte Zeiten gehabt. Äh, vor und Teil, ich meine, als ich den Kombi anhatte, hat meine Mama noch gelebt. Äh, ich war 14 Jahre alt, meine Mutter ist damals an Krebs verstorben. Die Frage ist, ich meine, ich habe dann die Zeit geleitet. Ich meine, wenn da eine Tür zugeht, war das eine Türe auf. Ich habe ja gelernt... Äh, es hat alles seinen Grund im Leben. Es gibt da oben einen, der schaut zu und der führt sowas vielleicht auch ein klein wenig ein bisschen. Es war keine einfache Zeit für mich als Mensch, für uns als Familie, weil ich meine, man wird auch eine ganz, ganz wichtige Person in seinem Leben. Aber jetzt, wenn ich da zurückblicke, ich glaube, die Zeit hat mich sehr hart gemacht. Ich habe damals meiner Mutter versprochen am Sterbebett, als sie verstorben ist. Äh, ich werde Weltmeister werden. Und ich bin dann 2018 Langbahn Weltmeister geworden. Hat sehr, sehr lange gedauert. habe ganz oft auch dran gekratzt. Ich war Vizeweltmeister auf der Langbahn, habe dann eine Grand Prix in Neuseeland gewonnen. Aber dann habe ich es geschafft. Ich meine, Spüterweltmeister, im Titel konnte ich nie erringen, aber ich bin dann auf der Langbahn Weltmeister geworden. 2018, das war für mich so innerlich. Ich habe einen Haken gesetzt und ich habe äh, meinen. Ich kann sagen, ich habe meinen Soll erfüllt, aber es war auch vielleicht immer dieser Punkt, was mir die Jahre hinweg so viel Kraft gegeben hat, auch in schlechten Zeiten. Ich meine, wenn du auch mal Probleme hast oder wenn das Material nicht funktioniert, der Folge nicht da ist, du Verletzungen hast, das ist immer der Punkt. Das ist äh, ja, es ist immer ein Fokus. Man schaut nach vorne. Ich habe immer hatte einen sehr langen Tunnel vor mir, aber ich habe immer am Ende des Tunnels ein Licht gesehen. Wie ist das? Das ist ja Leistungssport, Profisport. Du bist nach England gegangen. Ähm Du musstest hier schon echt viel aufgeben dafür, oder? Ja, ich, ich gehe noch kurz raus, weil es wird auch die Zeit ein bisschen eng. Nein, ich habe viel Mai aufgegeben. Ich habe ja immer noch parallel, äh, ich bin komplett 19 Jahren nach England rübergegangen, äh, habe hier viel eigentlich äh, aufgegeben. Aber bei unserem Sport, ich meine, wir reisen ja auch viel, wir sind viel unterwegs. Ich habe aber meinen Lebensmittelpunkt äh, speziell mit 19 Jahren sehr stark festgelegt, dass ich nach, in England wohne und lebe komplett. Bin aber auch immer einmal im Monat eigentlich wieder zurück nach Deutschland geflogen für Veranstaltungen hier. Sie also hat ein doppeltes Material, was sie die letzten Jahre ein bisschen verändert hat bei mir. Ich meine, es ist, ich hatte ja auch dann vor drei Jahren, als ich wieder ganz an der Spitze oben war, war wieder im Spielwehr Grand Prix, also ich war 2014 im Grand Prix, habe mich dann wieder qualifiziert für den Grand Prix. Im Grand Prix, was heißt das? Grand Prix heißt, es ist man die, die, die Formel 1 des Spielwehrsports. Okay. Das ist so ganz einfach. Es ist, wir haben ja bei uns ich fahre Spielwehrrennen. Es ist ja Spielwehrrennen sind auf Bahnen bis 400 Meter. Langbahnen sind auf Bahnen von 400 bis 1000 Meter. Die Langbahnen ist der Sport nicht ganz so populär. Im Spielwehrsport ist der so populär. Ich sag mal speziell im Osten wie bei uns Fußball, auch die Gagen, das finanzielle, die Vermarktung, das Ganze drumherum. Eurosport ist mit dabei. Also es ist wirklich klar ja, sehr sehr professionell. Ich habe es wieder geschafft im Jahr mich dafür zu qualifizieren. Dann kam ich, oder also ich hatte dann die Wildcard, ich bekam 2020 durfte ich einen ja Spiel Grand Prix oder hätte eigentlich fahren können. Habe mich dann leider anfangs des Jahres, habe einen ganz dummen Trainingssturz, sehr, sehr böse gestürzt, habe meine Hüfte gebrochen und ab dem Zeitpunkt war es für mich wirklich eher das Kämpfen, dass ich wieder zurückkomme da, wo ich bin. Also es war eine, die letzten drei Jahre waren für mich sehr, sehr hart. Ich habe sehr viel Schmerzen gehabt, bin aber trotzdem noch den Sport auf ganz hohem Niveau gefahren. Hätt mich 2021, Ich bin weitergefahren, also ich war, hatte die Operation, habe es dann zwar nicht geschafft, also ich hatte meinen Grand Prix Platz, also ich hatte einen Platz im Speedway Grand Prix, also ich hätte wieder mitfahren dürfen im Jahr 2020, habe dann leider absagen müssen, habe dann wirklich hart gekämpft zurückzukommen. Bin Ende 2020 wieder gefahren. 2021 hätte ich mich eigentlich wieder oder habe ich wieder fast qualifiziert für den Speedway Grand Prix 2022. Bin deutscher Meister geworden, bin Vize langbahn weltmeister geworden. Also ich habe auch wirklich trotz meiner kaputten Hüfte oder meinen Schwierigkeiten sehr, sehr viel immer noch erreicht. Dann habe ich mich aber Anfang dieses Jahres 2022 jetzt operieren lassen, habe mich wieder unter das Messer gelegt, habe jetzt eine künstliche Hüfte und eigentlich war mein Plan mit künstlicher Hüfte höre ich auf zum Moped fahren oder höre ich eigentlich auf zum Motorrad fahren? Aber ich meine, es ist äh, der Motorsport, man sieht es hier, das ist mein Leben. Und ich kann die Finger nicht ganz davon lassen. Ich muss aber auch sagen, ich habe einen super coolen Doktor erwischt, der was mich sehr gut operiert hat. Und ich kann wieder Motorrad fahren, ich bin wieder schnell unterwegs. Ich konnte dieser schon wieder die ersten Rennen gewinnen und konnte meiner Konkurrenz zeigen, der Smolinski gibt nicht so schnell auf. Und das sogar mit künstlicher Hüfte. Ja, ja wow, sauber. Wie fühlt es sich überhaupt an, so einen Anzug anzuhaben? Da bist du schon... Ich meine, lang rede kurz hin. Du kannst gerne einen probieren. Ich meine, es gibt auch ein paar größere. Du bist ja. zwar ein bisschen lang, aber du kannst es gerne mal probieren. Ich meine, ich, ich suche jetzt mal einen coolen, großen raus. Was? Ähm, der müsste vielleicht auch funktionieren. Ich meine, äh, ich bin ja auch größer geworden in den letzten Jahren. Ich trage ja eigentlich wirklich? darunter auch... Äh, ja, ja. Nein, ich trage eigentlich darunter auch äh, Protektoren. Aber ich könnte mir vorstellen, du könntest da schon reinrutschen. Ah, probiere ich jetzt mal aus. Du... Hast jetzt so viele Titel errungen, bist auf kompletter Profi-Ebene gefahren. Was war denn da so, wenn du jetzt zurückblickst, gibt es da so einen besonderen Moment, den einen besonderen Titel, den einen besonderen Pokal, irgend sowas, wo du sagst, das kommt so im Rückblick eigentlich dir ja, so am, am coolsten vor, am schönsten vor, wie es auch war. Das Schönste war eigentlich für mich oder auch fürs Team und auch von der, vom Rückblick her äh, war der Grand Prix-Sieg in Neuseeland. Man fliegt von Deutschland mit dem gesamten Team als Nobody äh, auf die andere Seite der Welt. Äh, wir hatten vor der Veranstaltung ganz viele Schwierigkeiten mit Problemen, äh, weil ich meine, wir sind Deutsche, Vorsprung durch Technik. Ich kann dir auch gerne mal ganz kurz helfen hier. Ob du da reinkommst, ist doch ein bisschen enger. Du bist doch größer, als ich gedacht ja. habe. Aber ja, wie du siehst, äh, ja ob du auch da, aber es ist natürlich jetzt mein Kombi, aber ich ziehe ich jetzt einmal an und es sieht gar nicht so schlecht aus. Es ist ganz, ganz cool. Na, natürlich, ich habe ich hab Protektoren drunter, aber die Länge passt gerade so und es ist eigentlich, wenn er ein bisschen locker sitzt, was ganz, was angenehmes zum Tragen. Tatsächlich, ja. Also, ich dachte echt, dass man da so ein bisschen noch mehr äh, so, so, so äh, ein, eingefangen ey. ist. Man ein fühlt sich ganz, ganz locker. Es ist ein Kef, spezieller Kevlar-Stoff, äh, ja. reißfest, brennfest. Äh, Klar, man trägt halt drunter auch noch, man kann auch damit Boogie Boogie tanzen. Ja. Es funktioniert ja. auch, was ja eigentlich deine Spezialität ist. Ja, richtig. Aber äh, ich glaube, in dem Anzug ein bisschen schaut man es schlecht ja. aus. Ja, <laughs> ja nochmal zurück zu. Ähm, Gibt es irgendeinen so besonderen Moment? Also, dieser Neuseeland. Neu ich meine, es war da, aber ich bin rüber geflogen. War der erste Deutsche im Grand Prix. Alle Deutschen haben auf dich geschaut. Ich meine, die waren hier bei uns auf der Rennbahn gesessen, haben auf Leinwand angeschaut, haben das Rennen gefahren. Ich meine, ich hatte nichts zum Verlieren. Wir hatten davor ganz, ganz viel Stress mit Fahrerkollegen. Ich hatte damals einen Schalter am Lenker, was ja eigentlich regelkonform war, aber es war eine Grauzone. Ich meine klar. Ich habe das Regelbuch ganz, ganz gut gelesen, musste den Schalter dann wegbauen, war beim Rennen dann wirklich schnell unterwegs, habe ich durchgekämpft, hatte während des Rennens auch eine Pausenandersetzung mit Fahrerkollegen, wo ich wen anders halt abgeschossen habe. Weil einfach ist der Rennsport, man muss sich halt ein bisschen auch mal schon die Arme ausfahren. Also wir äh, wir sind schon ein bisschen hart im Nehmen. Also wir fahren nicht nur nebeneinander, wir schieben uns auch gegenseitig mal an. Also es ist äh, ja Rad an Rad, Ellerbogen an Ellerbogen und ab und zu ist halt ja kann man auch kein Papier mehr ich meine, Dann schiebt man halt einmal an. Ja und zum Schluss war es dann wirklich so. Ich meine, ich war in Neuseeland, äh, ich bin ins Finale gerutscht. Ja, war dann schon unterwegs. Im Finale war ich nach dem Start. Ich war früher nie der beste Starter, war Stock letzter und habe dann wirklich von Runde zu Runde die Fahrerkollegen überholt und habe zum Schluss den Grand Prix gewonnen. Und wenn du halt ganz da oben stehst, ich kann doch sagen, ist einfach schön. Das ist einfach schön, ja, wow. Ja, und das als erster Deutscher, wie ich gehört habe. Ja, genau. Ich war der erste Deutsche im Speedway Grand Prix. Es gab noch nie oder bis heute auch Es gibt keinen Deutschen, was sich überhaupt den Grand Prix qualifiziert hat. Ich, wie soll ich sagen, ich klopfe seit über zehn Jahren an der Türe, war jetzt zwei Jahre eigentlich mit dabei. Speziell auch 2014 bin ich das komplette Jahr durchgefahren. Und es war schon wunderbar. Schwebt da nicht eine gewisse Angst mit, wenn du jetzt da schon diesen einen Sturz hattest? Ich weiß nicht, wie fühlt es sich denn an, mit sowas zu stürzen? Es tut weh. Äh, klar, man denkt ein bisschen anders, man reagiert ein bisschen anders. Äh, ich habe mich ein bisschen anders auch, äh, ich sage mal privat, ein bisschen anders strukturiert. Äh, habe auch ein zweites Standbein durch meinen Job, durch Motorentuning, Instandsetzung, Vorbereitung, Ölvertrieb. Also ich handle auch viel, aber äh, ich drehe am liebsten, meine Leidenschaft ist immer noch oder meine Passion ist noch Motorsport. Äh, ich komme zurück von einer Verletzung, setze mich aufs Motorrad und fahre allen davon. Die sind das Jahr 50 Rennen gefahren. Ich bin keine fünf gefahren oder kein einziges, eigentlich kein richtiges und Davon. Also mache ich irgendwas richtig? Meine Mechaniker arbeiten, mein Team hinter mir arbeitet wirklich super, super gut. Da brauche ich mich nicht verstecken. Und da ist schon noch die Leidenschaft, was ich habe, auch die Passion für den Motorsport, für den Speedwehrsport. Da will ich schon noch ein bisschen mitmischen. Und das zeigt mir auch. Wir haben intern mal beschlossen, beim Unfall, wann höre ich auf zum Motorradfahren? Ich meine, wenn ich hinterherfahre, höre ich auf. Ich meine, ihr seht meine Pokale. Ich meine, hinterherfahren ist, glaube ich, für mich nicht. Es macht mir keinen Spaß. Ich ja. habe im Leben sehr viel erreicht, aber ich habe noch Ziele. Und wer weiß, was passiert? Ich meine, vielleicht komme ich wieder zurück ins Spiel für Grand Prix. Im Jahr 2023 fahre ich in der Langbahnweltmeisterschaft. Ich habe einen WM-Titel besetzt. Ich möchte noch einen zweiten. Ich bin schon, ich habe drei vize weltmeistertitel Also, so ein zweiter WM-Titel wäre schon noch schön. Du hast jetzt so viel erreicht. Du ähm, fährst sogar den Leuten davon, obwohl du jetzt eine künstliche Hüfte hast. Äh, unter anderem in diesem Anzug hast du Erfolge feiern können. Ähm, was zeichnet dich aus, dass du so viel Erfolg hast, dass du der erste Deutsche bist im Grand Prix, dass äh, du so viele Pokale auch sammeln konntest? Schwierige Frage. Ich meine, Disziplin, Zielstrebigkeit, Eigensinnigkeit. Ich bin sehr eigensinnig. Äh Willenskraft, der Traum, der Wille, der Weg kann man eigentlich sagen. Also ich hatte einen Traum als kleines Kind. Ich möchte Spielpilger werden. Als ich als kleines Kind damals den Leuten diese Blume übergeben habe oder den damaligen Weltmeister, ich meine, ich will auch sowas mal sein. Das war der Traum. Ich habe den Willen gezeigt, auch trotz wirklich Rückschlägen von meiner Mutter, Verletzungen, Tod meiner Mutter, Auswanderung nach England. Auch Schwierigkeiten, was also es gibt auch mal schlechte Jahre und dann gehst du aber deinen Weg, weil du hast deinen Traum, du hast deinen Willen, du hast deinen Weg und wie ich auch gesagt habe, du hast am Ende des Tunnels immer ein Licht zum Sehen und da will ich hin und ich bin jetzt, glaube ich, nicht weit davon entfernt vor diesem Licht, aber ab und zu, wenn ich jetzt so nachdenke, das Licht wandert immer noch ein bisschen weiter, weil ich möchte ja noch was erreichen, also arbeiten wir noch ein bisschen weiter. Für diese Jahre, wie lange auch immer es für dich geht, wünsche ich dir ganz viel Erfolg und natürlich auch für danach, für dein weiteres berufliches Leben. Ja, aber schau, dass du noch den einen oder anderen Anzug mitnimmst. Wir. <laughs> und den einen oder anderen Pokal genauso. Dankeschön.